Ja, die Veranstaltung ist jetzt gerade beendet worden. Es waren 2 Stunden, sehr interessant. Ich habe hier eine Dame, die seit 2 Stunden hier steht. Und jetzt werden wir sie einfach mal fragen, was sie davon hält. Ja, hallo. Wir haben festgestellt, dass Sie jetzt hier echt 2 Stunden in der Kälte gestanden sind. Was haben Sie denn so einen Eindruck von dieser Veranstaltung? Warum sind Sie hier gestanden? Ja, ich bin ein international denkender Mensch und ich höre mir gerne die Meinungen anderer Menschen an. Aber was ich jetzt heute da alles da gehört habe, das ist ja also sowas, als ob ich da gesprochen hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fand ich großartig. Das ist absolut rational, was diese Leute gesagt haben. Also die Menschen leben doch alle bloß einmal und man muss doch daran denken, zu leben und nicht einfach bloß da ein Tuch vor das Gesicht geben und dann, das Leben ist doch dann sinnlos. Also da weiß ich jetzt auch nicht, warum Frau Merkel sich so verhält, aber Frau Merkel ist für mich eigentlich ein wunderbarer Mensch, aber da muss sie sich irgendwie getäuscht haben. Errare humanum est, sagt der Lateiner, nicht? Also Irren ist menschlich. Und ich sage Ihnen jetzt von einer Dame, die ich auch gekannt habe jetzt, mit ihrer Enkelin, da habe ich mich so geschrieben und so. Und auf einmal erfahre ich, meine Oma ist gestorben. Da sage ich, das kann doch nicht sein. Das gibt's doch nicht. Dann sagt sie, doch, die ist gestorben, sage ich, an Corona. Sagt sie, nee, die hat kein Corona gehabt. Aber sie durfte ja nicht mehr zu ihrer Oma hin. Da sage ich, ach du liebe Zeit. Also wie Sie sehen, die Menschen sterben wesentlich mehr daran, dass sie keinen Kontakt mehr mit Menschen haben dürfen. Also das Leben von uns wird ausgeschaltet. Das ist doch entsetzlich, das ist doch furchtbar. Also das hat mich schon sehr berührt, wie man hier mit Menschen umgeht. Also was soll ich da, mir fehlen eigentlich so ein bisschen die Worte. Auf der einen Seite finde ich es ein bisschen Ding, dass man keine, dass man sich nicht schützen sollte, aber auf der anderen Seite sage ich wieder, das ist total unlogisch, das Ganze, was die anderen tätigen. Haben Sie denn da mitbekommen, da waren ein paar Gegendemonstranten da, man sieht es hier im Hintergrund. Nein, und die haben gesagt, ja, die haben Plakate und Querdenken ist scheiße. Also die sind aber immer da, egal was für eine Veranstaltung, gegen was, die sind natürlich immer dagegen. Ja, jetzt gehen sie gerade, aber was halten Sie davon, warum da welche kommen und dagegen demonstrieren? Die denken halt, weil das eben in unserem Staat, da muss man einfach nach der Regierung gehen und nachdem die Regierung sagt, Maske, das hilft. Aber wer sagt denn, dass das wirklich hilft? Das sind irgendwie, ich verstehe das Ganze irgendwie nicht. Aber wir sind, wie Sie schon sagten, das ist keine richtige Demokratie mehr. Und die meisten Menschen denken nicht selbstständig, sondern das, was die anderen ihnen vorsagen, das wird geglaubt. Und das ist ja, ob das jetzt bei den Religionen ist oder was auch immer, man glaubt einfach, was die anderen sagen. Und wie, wenn es noch so unlogisch ist, sagen sehen wir es doch bei den Religionen, da fängt das schon an. Und eben dann auch bei der Regierung. Die meisten Menschen sind sogenannte Massenmenschen, wie man es nennt. Und Logik passt einfach nicht dazu. Wie sind Sie denn auf diese Veranstaltung gekommen? Ach ja, ich habe mich schon öfters mit diesen ganzen Demonstrationen befasst, weil ich brauche einfach die Meinung verschiedener Menschen, der Allgemeinheit. Das habe ich bin international denkend und da befasse ich mich eben auch mit diesen Leuten. Sag ich, warum sollen die Unrecht haben? Und siehe da, was die heute zum Beispiel wieder gesagt haben, also als ob ich da vorne gestanden hätte. Also ganz genauso spreche ich, wenn ich mit meinen Bekannten spreche, ganz dasselbe. Das ist sowas von logisch. Ich verstehe nur nicht, warum die anderen Menschen da nicht mehr mitmachen. Ja, diese Leute, die jetzt hier gesprochen haben, werden auch von der Mainstream-Presse als Verschwörer, Nazis und was weiß ich bezeichnet und Corona-Leugner. Aber Sie haben da jetzt festgestellt, das sind ganz normale Leute und auch die sich dafür interessieren. Also ist es nicht so, dass hier die völlig daneben liegen und es ist interessant, dass sie sich hier selbst ein Bild machen. Und morgen, am Mittwoch, ist auch am Stachus wieder ein Open Mic und da können die Leute auch was reden und können was sagen. Aber wie ist das Fazit von Ihnen? Hat es sich rentiert, hier 2 Stunden zu stehen? Ja, doch. Weil man genau das sieht, was wirklich Sache ist. Und das freut mich auch immer, wenn ein bisschen andere Leute da mitdenken. Denn die meisten Menschen, die leben einfach in hier neben rein, sagen, da wird irgendwas gesagt. Und das wird schon stimmen, Basta. Aber dass die anderen da mitdenken, die meisten Menschen tätigen das gar nicht. Die machen das, was da gesagt wird bei der Masse.
Also wie ich schon sagte vorher, die Frau Merkel, verstehe ich jetzt gar nicht. Die muss irgendwie beeinflusst sein. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, weil so einer tollen Frau, dass die sich jetzt so verhält. Das verstehe ich irgendwie nicht. Das entzieht sich meinem Fassungsvermögen. Oder ja, vielleicht wird die Merkel auch irgendwie fremdgesteuert. Das weiß ja niemand. Das meine ich. Das Gefühl habe ich. Bei so einer netten Dame, also Person, ist mir das etwas... Sie ist nicht so unmenschlich, wie das ja rüberkommt, wenn sie sich so verhält. Ihr müsst Maske tragen und. Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Ich glaube, sie ist fremdgesteuert, ja, wie Sie gesagt haben. Dann vielen Dank fürs Interview und gerne. Wir hoffen, dass morgen bei dieser Entscheidung nicht ein Gesetz durchgeht, das uns alle ziemlich einschränken wird. Ja, das hoffe ich auch. Und dass vielleicht auch Frau Merkel ein bisschen anders denkt und ihre Selbstständigkeit, die Frau ist sowas Tolles. Ich habe diese Frau immer so, sie begeisterte mich immer so, sie hat sowas Menschliches und auf einmal sowas. Da denke ich mir immer, jetzt weiß ich immer gar nicht mehr bezüglich Demokratie oder Diktatur, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ein interessanter Satz war vorhin von einer Passantin oder von einem Passanten, ja. Die Merkel hat bisher immer gesagt, wir schaffen das. Ja. Dieses Wort, dieser Satz fällt gar nicht mehr. Das ist natürlich sehr eigenartig. Ja. Also die gibt uns nicht mal mehr den Mut, dass es hier besser werden kann. Scheinbar wollen sie alle Leute so einschüchtern, dass sie alles machen, was die Regierung will. Richtig, ja. Aber sie ist auch selber irgendwie runter. Also irgendwie hat sie nicht mehr diese Stärke. Irgendwas ist da jetzt in ihrem Leben, was sie irgendwie nicht mehr so flexibel macht oder dass sie nicht mehr so diese Kraft hat wie vorher. Dann vielen Dank für Ihre persönliche Meinung. Ja, es ist toll. Gerne. Und wir werden schauen, dass wir auch viele andere Leute auch noch interviewen. Vielen Dank. Ja, das wäre schön. Gerne.